Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute wird ein seit 4 Jahren auf der Agenda stehender und seit 3 Jahren detailliert geplanter Flug Realität. In 2020 kam mir der Showstopper Corona dazwischen. Und im Spätsommer, als Norwegen dann doch noch seine Lufträume für die allgemeine Luftfahrt öffnete, gab es kein fliegbares Wetter mehr. Aber nun hat es endlich geklappt. Irgendwann werde ich nochmal zum Nordkap fliegen. Das sind noch gut 1000 Kilometer mehr in den Norden. Aber diese Flugwoche hier sollte ein erster Test sein, ob und wie mir das Land der Trolle für meine Art des Reisens im eigenen Flieger gefällt. Und so viel darf ich schon mal vorausschicken. Ich war noch eine ganze Woche nach dieser Tour total geflasht von dem, was wir da erlebt hatten. Mein Freund Oliver aus Bremen, mit dem ich schon in Courchevel war und der einen großen Teil der Detailplanung in das Unternehmen einbringt, will eigentlich mit seiner Charter Skylane selbst fliegen. Aber der Vogel ist leider derzeit nicht lufttüchtig, so steigt Oliver eben bei mir ein. Schauen wir auf die gesamte Route. Ich fliege also zunächst nach Bremen. Von dort geht es zu zweit weiter nach Heidebüsum und am gleichen Tag auch noch nach Aalborg, Dänemark. Am zweiten Tag überqueren wir das Skagerrak und düsen zunächst nach Kristiansand, unserem Port of Entry. 2 Stunden später fliegen wir den kompletten Lysefjord ab, landen und übernachten in Stavanger. Am nächsten Morgen besuchen wir die ersten Fjells und Gletscher, fliegen über unvorstellbar einsame Naturlandschaften, besuchen den Sognefjord und landen in Sognedal. Von dort fliegen wir den gesamten Sognefjord nach Westen ab und bleiben schließlich in Bergen. Am vierten Tag besuchen wir den Airport Anda. Von dort geht's weiter durch den gesamten Geiranger Fjord hindurch, das absolute Highlight dieser Reise, und von dort weiter nach Fyresdal, einem winzig kleinen Flugplatz irgendwo im norwegischen Nowhere. Kristiansand wählen wir wieder als Port of Entry oder in diesem Fall besser Port of Exit. Dieses Mal fliegen wir in Flugfläche 85 über Dänemark hinweg und direkt nach Büsum. Von dort geht's weiter nach Rothenburg-Wümme und dann wieder zurück in die Eifel. Dieses kurze Video heute ist der Auftakt zu meiner Reise ins Land der Trolle. Was nun in mehreren einzelnen Videos folgt, ist wohl die umfangreichste Datenaufbereitung, die ich bisher von einer Reise gemacht habe. Insgesamt 1,5 Terabyte Bildmaterial habe ich wieder heimgebracht. Möchtet ihr uns begleiten? Na dann los! Hier sind schon mal ein paar Fotos, die Lust auf mehr machen sollen.